Hallo, ich bin Anna Rosenwasser, Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz, der LOS, und ich mache mit bei Clash. Etwas, was sich verändert hat, seit ich bei Clash mitgemacht habe, ist, dass ich auf Insta sehr viele liebe Nachrichten bekommen habe. Vor allem von bisexuellen Frauen, die einfach mal froh sind, dass das Thema Bisexualität vorkommt. Die blödste Reaktion, die ich bisher bekommen habe, ist der Vorwurf, dass wir nicht genug in die Tiefe gehen mit dem Clash-Beitrag. Es sind 10 Minuten. Wie fest soll ich noch in die Tiefe gehen mit dem Valentin? Hey. Alle, meine schwulen Kollegen sind mir alle so, der Valentin, lalala, ich bin so neidisch auf dich. Das Video ist für meinen Geschmack zu stark gescriptet. Der Alpha sagt, er habe nicht gewusst, dass es Gay-Clubs gibt. Das würde bedeuten, dass er nie Schweizer Presse gelesen oder geschaut hat. Also Alpha tönt ein bisschen abwertend, sind lieb zum Valentin, mal als erstes. Dass man nicht weiss, dass es Gay-Clubs gibt, liegt daran, dass Ausgang etwas Alltägliches ist. Und alltägliche Homosexualität wird in der Presse einfach viel zu wenig abgedeckt. Als ich für Clash zugesagt habe, habe ich auch gemeint, es sei ein bisschen scripted. Aber es ist hart nicht scripted. Sie haben einfach unendlich viel aufgenommen. Der Valentin und ich haben noch viel mehr Blödsinn rausgelassen. Und dann haben sie etwas ausgewählt. Aber alles, was wir sagen, ist spontan. Ah, jetzt sehe ich, wo meine monatlichen Zahlungen an Swisscom gehen. Für eine halb englischsprachige Hipster-Drama-Serie. Ich finde es eigentlich noch nice, wenn Telefonfirma sich einsetzt dafür, dass die Leute miteinander in Verbindung kommen. Bodybuilder auf LGBTQ-Aktivistin. Wo ist hier der direkte Gegensatz? Das hat weder Hände noch Füße. Okay, stimme ich zu. Jemand, der seinen Körper stellt und jemand, der sich für Gleichberechtigung einsetzt, das ist nicht ein Widerspruch. Im Übrigen gibt es auch mega viele LGBTQ-Bodybuilder und Bodybuilderinnen. Ich habe mal low-key einen Bodybuilder datet vor ein paar Jahren. Oh wow, okay. Detail von eurer Werbung sollte man nicht weiter publizieren. Jesus f***ing Christ benutzen geht gar nicht. Eigentlich setze ich mich in meiner Arbeit für die LOS dafür ein, dass man sexuelle Orientierungen nicht als Schimpfwörter benutzt, also dass man so Sachen wie Schwuchteln oder Kampflesben nicht negativ benutzt. Und so gesehen sollte ich konsequenterweise den Jesus nicht für Schimpfen missbrauchen. Dann wiederum, ich habe nur f***ing gesagt. Also ich ist ja nicht etwas Schlechtes, von dem her ist es fast keine Beleidigung. You go, Anna! Etwas, was Valentin vorgemacht hat, gilt auch für alle anderen. Und zwar, man muss nicht ultra gay sein, um mal in eine Gay-Bar zu schauen oder mal an eine queere Party zu kommen. Man darf einfach vorbeischauen und ist willkommen. Genauso, wie wir es mit Valentin auch gemacht haben.